Einen schönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zu Teil 4 unserer Webseminarreihe Einfach handeln, effektiv handeln. Ich bin Mike Thielen und wir schauen jetzt mal wieder auf das nächste Thema. Wir hatten am Dienstag ja das Thema oder die Themen besser gesagt, Wert, Wachstum und Momentum. Da haben wir uns vor allen Dingen auch auf Fundamentaldaten fokussiert und geschaut, was denn zum Beispiel der Value-Effekt ist, was ein Momentum-Effekt sein kann und solche Dinge. Und jetzt gehen wir noch eine Etage höher, wenn man so will, und schauen auf die Wirtschaft, auf Wirtschaftsschwankungen und was es da eben auch alles für Saisonalitäten und Effekte gibt beispielsweise. Das wird also in dem Sinne sehr spannend. Und ich bin wie immer nicht alleine, sondern Dr. Raimund Schrieck ist auch mit dabei. Raimund, ich begrüße dich. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Du bist super zu verstehen. Hallo Mike, hallo liebe Zuhörer. Ja, Raimund, Wirtschaftsschwankungen, da kann man natürlich vieles auch mit einbauen in eine Stunde. Wir haben da jetzt einiges mitgebracht. Ich bin gespannt. Heute ist es auch wieder so, du übernimmst den ersten Teil. Ich komme erst später dran. Aber bevor du übernimmst, müssen wir hier darauf aufmerksam machen, dass sich das Ganze eben nur Informations- und Demonstrationszwecken eben auch dient und kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellt, keine Beratung oder Empfehlung ersetzt, sondern eben hier möglicherweise auch nur unsere eigene persönliche Meinung ist. Das dazu und Raimund, jetzt übergebe ich an dich hier. Bist du nochmal aufgeführt auf der Folie? Ich mache dich eben zum Moderator. Du kannst den Bildschirm damit übernehmen und dann auch loslegen. Danke dir, Mike. So, wollen wir schauen? Ja, da bin ich. Ja, hervorragend. Gut, also ich meine, dazu muss ich jetzt nichts mehr sagen. Ihr hört ja jetzt schon zum vierten Mal hoffentlich alle zu. Könnt ihr lesen, ist kurz eingeblendet. Meine Vita, das, was ich mache, Buch und dergleichen. Wir gehen gleich ans Thema ran und ich mag dieses Thema sehr, sehr gern, weil das Leben in gewisser Weise sich an vielen Stellen rhythmisch zeigt. Das können wir beobachten in der Natur. Jetzt muss ich nicht groß erwähnen, vier Jahreszeiten. Jetzt ist Ernte, dann kommt der Winter, Frühling, Sommer. Wir haben einen Hell-Dunkel-Rhythmus und wir haben solche Dinge eben auch in der Wirtschaft, die wir sehen können, die teilweise durch Kalender Daten hervorgerufen werden, also durch bestimmte Termine, andererseits aber eben auch die klassische Saisonalität, wenn man jetzt so die Agrar- und Rohstoffbereiche, also vor allem die Agrarbereiche sich anguckt. Und lasst euch überraschen, ich finde das Thema großartig. Und bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, haben wir eine kleine Umfrage. Uns interessiert nämlich, handelst du Rohstoffe? Und ihr könnt das Ganze natürlich auch mehrere Geschichten ankreuzen. Also Antwort 1 wäre nein. Antwort 2, ja, Industriemetalle, zum Beispiel Zink, Kupfer oder Aluminium. Ja, Antwort 3, Metalle, zum Beispiel Silber oder Gold. Platin würde auch in diese Reihe gehören. Ja, Agrargeschichten, wie zum Beispiel Kakao, Kaffee, Zucker, Baumwolle, aber auch Schweinebäuche und was euch sonst noch zum Thema einfällt. Und dann als letzten fünften Punkt, ja, Energie, zum Beispiel Öl. Und da sind wir auf eure Antworten gespannt, ob ihr im Allgemeinen Rohstoffe handelt. Rohstoff ist ja nicht ganz so einfach zu handeln wie so eine Aktie. Also das direkt zu handeln, das ist ja meistens in gewisser Weise über irgendwelche Umwege. Und von daher bin ich gespannt, was ihr an dieser Stelle antwortet. Und da wir von euch ja schon gewohnt sind, dass ihr sehr, sehr schnell antwortet, sind wir jetzt bestimmt schon bei 60% der Antworten. Ja, Raimund, 76%. Jetzt. Das ist unglaublich. Ich weiß, also ich meine, wir machen ja jetzt schon einige Webinare rein und das ist wirklich beeindruckend. Und auch in anderen, das ist oft sehr zäh. Aber ihr seid echt ein großartiges Publikum. Das habe ich noch nie erlebt. Und vor allem jetzt schon zum vierten Mal. Also 60 war schon hochgegriffen. Das habe ich nur gesagt, weil ich dachte, na, ihr seid halt fix. Aber okay. Mike, ich denke, dann kannst du auch schon die Ergebnisse verkünden. Genau, 5 Sekunden warte ich noch, dann ist die Minute rum Alles und klar. will noch einer wählen? Nein, jetzt haben wir
Das Ergebnis, insgesamt haben 84% gewählt und der Großteil sagt nein, 62% nämlich. 5% sagen ja, Industriemetalle wie Zink, Kupfer und Aluminium. 32% sagen Edelmetalle, Silber, Gold und dergleichen. 5% Agrarrohstoffe wie Kakao und 17% sagen Energie, wie zum Beispiel Öl. Also Okay. viele, die Nein sagen, aber der danach kommende Großteil sagt vor allen Dingen wahrscheinlich Gold und danach kommt wahrscheinlich auch schon Silber. Ja, da bin ich gespannt. Wir haben ja das ein oder andere in diesem Webinar, beziehungsweise auch am kommenden Dienstag im Webinar zu diesen Dingen. Lasst euch überraschen, auch was Mike da mitbringt. Denn das sind spannende Geschichten, weil das natürlich über den Jahresverlauf immer mal, über auch Jahre gesehen, immer wieder entsprechende Phasen gibt, wo man bestimmte Dinge einfacher handelt, um dann auf der Gewinnerseite letztlich zu sein. Heute 3 Punkte zunächst mal das Thema Saisonalität und dann darüber geschaltet, also etwas höher konjunkturelle und strukturelle Schwankungen. Strukturelle Schwankungen sind diese sehr lang anhaltenden Wellen, die auch Kondratiew-Wellen genannt werden. Und dann schauen wir heute mal auf die 10-Jahres-Muster beziehungsweise die Jahresendzahlmuster. Es gibt also Jahre allein anhand der letzten Jahreszahl. Wir sind im Moment in einem Nullerjahr, 2020, waren letztes Jahr in einem Neunerjahr. Und wenn man das über größere Zeiträume sich anguckt, gibt es einfach Jahresendzahlen, die mehr Gewinne versprechen als andere Jahre und da lasst euch überraschen, da haben wir einiges zusammengestellt. Fangen wir mit der Saisonalität an. Saisonalität wird oft auch als mittelfristiger Indikator gesehen, der natürlich auch fundamentale Hintergründe haben kann und oft auch hat. Trader, wenn man traden oft Saisonalität und Investoren, also Menschen, die längerfristig an den Märkten investiert sind, die sollten zumindest Saisonalität beim Kaufzeitpunkt berücksichtigen, denn da kann man, will nicht sagen, manches Schnäppchen machen, aber zumindest günstiger in eine Position einsteigen, als wenn man Saisonalität möglicherweise nicht betrachtet. Saisonalität ist natürlich auch ein Thema. Wir kennen das aus dem Bereich Wetter, Stimmung, aber auch makroökonomische Faktoren. Und wir sollten immer auch im Auge behalten, dass natürlich saisonale Effekte ausbleiben können. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe und auch, dass sich Rhythmen verändern können. Deswegen, wenn wir einmal etwas entdeckt haben in den Märkten, was wir immer wieder traden, vielleicht seit Jahren, seit Jahrzehnten zu bestimmten Zeiten, müssen wir trotzdem achtsam sein, auch in Bezug auf das gewählte Risiko, dass wir uns da nicht verheben, weil wir einfach davon ausgehen, dass das immer so sein wird. Nicht unbedingt. Wir haben ja auch vor 20 Jahren sind wir in ein neues Jahrtausend übergegangen und ihr werdet am Ende des Webinars sehen, dass das auch auf die Märkte möglicherweise, auch wenn wir erst 2 Jahrzehnte in diesem Jahrhundert haben, möglicherweise einen Einfluss hat. Man kann Tageseffekte beobachten, Monatseffekte, aber auch Jahreseffekte. Und wenn man jetzt die Wirtschaft sich anguckt, dann wird oft in Quartalen gedacht. Aber auch Menschen denken in Quartalen. Wir reden zwar oder sprechen zwar auch von KW 1 bis 52, also Kalenderwoche, aber wir überlegen uns oft auch quasi saisonal, wann wir denn welches Projekt machen. Ja, das machen wir in Q1, also Quartal 1 nächstes Jahr oder noch später. Also wir haben das auch in gewisser Weise so drin und wir verbinden damit auch gewisse Dinge. Wissenschaft hat Saisonalität ohne Ende erforscht. Also ihr findet zahlreiche Publikationen. Wer die haben möchte, sende ich euch gerne was zu. Wartet aber vielleicht noch das Dienstagswebinar ab, denn da wird noch einiges mehr sein. Das Risiko verringert sich natürlich, wenn ich eine saisonale Anlagestrategie mit anderen kombiniere, weil ich einfach dieses Plus an Wissen, an Wiederholung, an Struktur, was möglicherweise ein bestimmtes Investment hat, eben beispielsweise auch mit technischer Analyse oder anderen Dingen kombinieren könnte. Saisonales Anlageverhalten, auch wenn man das immer wieder einschränken muss, weil es sich vielleicht nicht immer wiederholt, aber ist oftmals in vielen Bereichen auch sehr, sehr zuverlässig und ist quasi überall zu finden. Mehr oder weniger gut untersucht in, ich sag mal, Märkten, die im Fokus stehen, ohnehin natürlich
besser. Das sind teilweise die Indizes, wo man vielleicht genauer drauf guckt, aber natürlich auch eben die eben erwähnten Metalle oder Agrarstoffe. Da kommt das Thema Saisonalität natürlich ganz groß vor. Saisonalität, da kann man sich zum Beispiel die Jahreszeit als Punkt aussuchen und sagen, okay, es gibt Dinge, die mit Saisonalität verbunden sind, die wir über das Jahr beobachten können. Da ist Sell in May and Go Away. Ihr seht hier in Klammern schon eine Einschränkung. Vielleicht ist Sell in July besser. Da kommen wir später drauf. Dieser Effekt wird auch Oktober-Effekt genannt oder Halloween-Effekt. Sagt letztlich alles das Gleiche. Im Juli, beziehungsweise im Mai den Märkten den Rücken kehren und Ende Oktober, sprich Halloween, wiederkommen. So könnte man es einfach platt sagen. Und aber auch da kann man gucken, ob es nicht vielleicht schon zweckmäßiger ist, Mitte Oktober zu kommen oder ein bisschen länger zu bleiben. Da kann jeder mal seine Forschung machen. Es gibt dann Effekte, die man im Januar beobachten kann, den sogenannten Turn of the Year-Effekt. Das werden wir im nächsten Webinar sehen. Der wird auch Kleinfirmen- oder Small-Firm-Effekt genannt. Und dann gibt es seit vielen Jahren gut untersucht die Monatsendeffekte. Und da vor allem ist der S&P 500 im Fokus, was man immer wieder beobachten kann, dass der über lange Zeiträume zum Monatsende, wenn man zum Monatsende, sagen wir 3, 4 Tage, auch da müsste man Statistik betreiben, bis vielleicht 3, 4 Tage nach Monatsanfang eine Position hält, ist man mit dieser Vorgehensweise deutlich effektiver, deutlich mehr verdient man da, als wenn man den S&P 500 beispielsweise die ganze Zeit halten würde. Und dazu kommt natürlich auch, wenn man kürzer im Markt ist, ist das Risiko natürlich auch geringer, dass mit dem eigenen Kapital was passieren kann. In der Wirtschaft beobachten wir das auch. Wir haben die großen Verfallstage. Mike wird nachher darauf eingehen. Beispielsweise jeden dritten Freitag in den Monaten 3, 6, 9 und 12. Wir haben aber auch Quartalszahlen, die rhythmisch kommen in den ersten Wochen 1, 4, 7, 10 der entsprechenden Monate, also in diesen Monaten. Und wir haben genauso das Bruttoinlandsprodukt, das Wachstum, was da publiziert wird, aber ebenso auch die Aktienrückkaufmöglichkeiten. Da kommt dann noch ein weiterer Termin in der ersten Woche des Novembers dazu. Das heißt, ihr seht eine gewisse Rhythmik, die durch den Wirtschaftsdatenkalender auch hervorgerufen wird und die natürlich auch was mit den Tradern, vor allem aber auch Anlegern natürlich macht. Dann kann man Saisonalität natürlich in einzelnen Märkten beobachten, bei Devisenpaaren zum Beispiel. Da werdet ihr beim nächsten Mal das britische Pfund den US-Dollar als Beispiel sehen. Wir schauen auch im nächsten Webinar auf das Thema Gold und heute schon mal auf den S&P 500. Um euch das nochmal zu veranschaulichen, letztlich geht es ja darum, dass wir unser Risiko vermindern, wenn wir einen Trade machen wollen oder ein Investment. Und das kann man natürlich auf verschiedene Weise, indem man da bei der Stoppsetzung natürlich achtsam ist, indem man die Volatilität betrachtet. Aber man kann es auch, indem man Zeitpunkte herausfindet, wo es möglicherweise passender ist zu traden oder zu investieren. Und da habe ich euch mal einfach so eine Uhr gemalt. Das sollen hier die 12 Monate sein. Und einfach mal so plakativ ein paar Spots. Im Januar kann man den Januar-Effekt handeln. Man kann dann Positionen lange halten und in Juli oder Mai verkaufen. Es gibt ein Sommerloch, wo man nicht unbedingt traden sollte und auch nicht unbedingt Positionen halten sollte. Irgendwann kommt man aber auch zurück. Gleichzeitig gibt es dann aber auch hier nochmal eingezeichnet in den Monaten 3, 6, 9, 12 und entsprechend anderen das eben Gesagte. Das heißt, ihr habt sowas wie eine Uhr und ihr könntet, wenn ihr wolltet, euch mit verschiedenen dieser Effekte auseinandersetzen und immer wieder davon profitieren. Saisonalität ist super untersucht, natürlich in dem Bereich, wo Saisonalität eine Rolle spielt. Und das ist vor allem natürlich der Agrarbereich. Das können wir sehen vom Setzling oder in dem Augenblick, wo wir etwas säen, bis wir dann letztlich ernten können, vergeht eine gewisse Zeit. Wir haben einen Pflanzzyklus und irgendwann können wir auch unter Einfluss des Wetters und der Gegebenheiten, insofern spielt zum Beispiel es auch eine große Rolle, ob sich unser Wetter tatsächlich langfristig verändert. Es wird Einfluss auch auf diese Rhythmen natürlich haben. Und da gibt es einiges, was da gut untersucht ist. Und ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht.
Da haben wir die Publikation von Borowski und er hat untersucht, Moment, 7 Agrarmärkte, Mais, Weizen, Kaffee, Kakao, Zucker, Baumwolle und die Sojabohnen und er hat Folgendes herausgefunden. Er hat das Ganze über 20 Jahre untersucht, vom 1.1.94 bis 31.12.2014 und hat jeweils geguckt, gibt es Monats-, Tages- oder auch Wochenendeffekte. Und sein Ergebnis ist unter anderem, es gibt Monatseffekte. Beim Mais zum Beispiel ist ein sehr attraktiver Monat über diese Jahre gesehen, der Dezember. Beim Weizen der Juli und ihr seht entsprechend hier noch mehr. Aber man kann auch sehen, dass zum Beispiel beim Kaffee kein Effekt, kein Monatseffekt beobachtbar ist und es sich nicht, man also keinen, ich sag mal, keinen guten oder idealen Zeitpunkt finden kann, um mit Kaffee Geld zu verdienen, wohingegen beim Zucker zum Beispiel 3 Monate in Frage kämen, ebenso bei der Sojabohne. Und das sind Dinge, die man natürlich auch selber aufgrund der Situation, dass wir an viele Daten rankommen, selber untersuchen kann, um entsprechende Effekte herauszufinden. Ich habe euch hier den Monatseffekt beim Mais mitgebracht und da seht ihr, gezeigt ist hier jeweils für jeden Monat das Verhältnis von positiven zu negativen Erträgen. Und dort, wo ich den roten Balken gemacht habe, ist der höchste Prozentsatz positiver Erträge im Verhältnis zu den wenigen negativen. Das heißt, im Prinzip könnte man Mais, ich will nicht sagen ungesehen, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Anfang Dezember kaufen, Ende Dezember verkaufen und man hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze zum Erfolg führen würde. Ihr seht auch, dass es manchmal Monate gibt, wo man eben vielleicht auch auf die Short-Seite gehen könnte, aber kein Monat, zum Beispiel der November, aber kein Monat ist so ausgeprägt wie hier der Dezember und ich habe euch noch ein weiteres Beispiel mitgebracht beim Weizen. Da sehen wir die Geschichte, dass wenn ich auf der Long-Seite investiert sein mag und sage, ich möchte mit Weizen Geld verdienen, ich rechne mit steigenden Kursen, dann ist der Juli ein ausgesprochen guter Monat, denn da ist das Verhältnis von den, also das ist der Prozentsatz von positiven zu negativen Erträgen besonders hoch. Publiziert in der Geschichte von Borowski, wer es nachlesen will, ganz einfach zu finden oder wer es genauer interessiert, schreibt mir. Ich denke, dass ich die Publikation euch per PDF weiterleiten kann. Wir beobachten in unserem Leben überall Rhythmus. Rhythmus ist nichts anderes als regelmäßige Abfolgen von Mustern, also im weiteren Sinne Wiederholungen. Jahreszeiten, Tag und Nacht, Biorhythmus. Wenn wir in die Wirtschaft gehen und wirtschaftliche Zusammenhänge berücksichtigen, dann handelt es sich zwar auch um Rhythmen, aber da haben wir ein anderes Wort für, das heißt letztlich Zyklen. Wir denken und sprechen über Zyklen und diese Zyklen sind natürlich interessant, denn wenn man auch da etwas findet, was sich wiederholt, dann kann man damit natürlich auch am langen Ende Geld verdienen. Die Konjunkturforscher, die sich mit den Themen auseinandersetzen, die untersuchen letztlich Wirtschaftsschwankungen und da unterschiedlicher Länge. Da haben wir das, was wir eben schon gehört haben, die saisonalen Schwankungen, circa 3 Monate, den Jahreszeiten vergleichbar. Aber wir haben dann auch die Schwankungen, die etwas größer oder höher angeordnet sind, die konjunkturellen Schwankungen, circa 4 Jahre, sagt man, brauchen die. Und dann die strukturellen Schwankungen, sagte man, ich schränke das mal gleich ein, früher 40 bis 60 Jahre. Ich glaube, das geht heute alles schneller. Diese wirklich langen Schwankungen, die hat zunächst Nikolai Kondratjew untersucht und deswegen werden diese langen Wellen auch mit seinem Namen verknüpft. Ihr findet manchmal diese Schreibweise, manchmal eine etwas andere, aber letztlich, wenn ihr Kondratjew-Zyklen eingibt, dann findet ihr eine ganze Menge dazu. Erstmals publiziert in 1926 in einem Aufsatz die langen Wellen der Konjunktur. Und was hat er gemacht? Er hat sich einfach Daten angeguckt aus unterschiedlichen Industrieländern, damals Deutschland, Frankreich, England und die USA. Und er hat festgestellt, dass es einerseits diese kurzen Konjunkturwellen gibt, wo im Wesentlichen Angebot und Nachfrage eine Rolle spielen, die eben dafür sorgen, dass es diese Wellen gibt. Und dann hat er festgestellt, dass es aber auch sehr lange Wellen gibt. Und diese langen Wellen, die sind nach wie vor interessant, weil wir in bestimmte Bereiche, wenn wir in bestimmte Bereiche investieren, vor allem da auch in Marktführer, können wir, wenn wir auch anlegen wollen, da natürlich sehr stark von profitieren.
Kondratjew hat sich den Namen natürlich nicht gegeben. Das war jemand anders. Das hat Schumpeter gemacht. Der hat diesen Begriff aufgrund der Arbeiten, die Kondratjew gemacht hat, hat diesen Begriff geprägt. Und was er festgestellt hat, dass der Ausgangspunkt einer dieser Wellen immer auch was damit zu tun hat, dass es eine sogenannte Basisinnovation gibt. Und die sorgt am langen Ende dafür, dass sich die Gesellschaft auch neu strukturiert. Und ihr werdet auf den folgenden Seiten sehen, was damit gemeint ist. Letztlich geht es darum, einen innovativen Fortschritt zu kreieren, beziehungsweise über Jahre letztlich, wie soll ich sagen, zu befeuern. Und der sorgt natürlich auch dazu, dass Altes hinter uns bleibt. Dieser Lebenszyklus ist, wie gesagt, 40 bis 60 Jahre, beansprucht, also was macht so eine Basisinnovation aus? Sie sorgt letztlich dafür, dass viel Geld da reinfließt in die Entwicklung beispielsweise eines oder auch mehrerer Themen. Beansprucht überdurchschnittlich hohen Anteil an Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Da kann man sehen, was gefördert ist. Vielleicht erinnern wir uns alle noch mal kurz daran, dass wir auch eine Zeit lang hatten, wo alles, was mit Windenergie zu tun hatte, was mit Solar zu tun hatte, auch durch starke Förderprogramme in den Fokus der Anleger und auch Trader gerückt ist. Das ist noch gar nicht so lange her, bevor das natürlich alles zurückgefahren wurde und das Geld mittlerweile in unserer schnelllebigen Zeit woanders reinwandert. Aber in diesen Branchen oder an diesen Branchen oder mal sein Auge drauf zu haben, da sich bestimmte Aktien rauszusuchen, das kann schon sehr sinnvoll sein. Basisinnovationen leisten einen großen Beitrag zum Wirtschaftswachstum, führen aber auch zu starker Veränderung in der Gesellschaft. Und sorgen letztlich aber auch dafür, dass Themen, Probleme, Herausforderungen unserer Zeit überwunden werden. Konjunktur, das wissen die meisten von euch, ist die Gesamtsituation einer Volkswirtschaft, die sich aus verschiedenen Größen ableitet. Und das ist für die meisten hier natürlich trivial, aber der Vollständigkeit halber brauchen wir das natürlich auch. So ist es letztlich natürlich auch, wenn Blasen entstehen, auch da kennen wir das, wir haben einen Aufschwung, einen Boom, wandern oder gehen automatisch in die Rezession. Es muss nicht immer ausgeprägt sein, Depression könnte folgen und schwupps kommt der nächste Aufschwung, Boom und so geht das Ganze weiter. Wir kennen das, wir haben das erlebt Anfang des Jahrtausends, wir haben es 2008 erlebt. Wir haben es vielleicht auch. Wir erleben es eigentlich immer, weil wir in irgendeiner Phase sind und diese Phasen sind einfach durch die Begriffe Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung und Tief letztlich geprägt. Wer das nachlesen will oder mehr dazu wissen will, kann unter anderem auch auf dieser BWL-Wissenseite sich kundig machen. Kommen wir zurück zur Basisinnovation und dem Bezug zu Menschen. Wenn wir, und so ist es letztlich in der Literatur beschrieben, auf den ersten Kondratjew zurückgehen, der vermutlich in der Zeit zwischen 1780 und 1840 war. Ihr seht hier, das Ganze ist auch Wellen. Förmlich angeordnet, dann war die Dampfmaschine, das Thema Industrie, Textilindustrie, eine große wichtige Geschichte, die in starken Bezug Bekleidung für den Menschen, vielleicht auch bezahlbare Kleidung, vielleicht eben auch diese Themen da letztlich befeuert hat. Dann haben wir Eisen, Stahl, Eisenbahn, Dampfschiff-Thema, weitere 50 Jahre. Es ging um Transport. Wir haben dann Elektrotechnik, chemische Industrie in den Jahren danach. Da war das Thema Massenkonsum und schließlich sind wir im vierten Kondratjew, wo es um vor allem Plastik, was heute ja noch ganz, ganz stark ist, und nicht nur, weil ich es ständig finde, wenn ich Müll sammle, sondern Plastik hat ganz viel bewegt, was wir mit dem Thema machen können. Die Automobilindustrie, die Kernkraft, all das spielte in diesen 40 Jahren im vierten Kondratjew eine Rolle und da ging es um individuelle Mobilität. Das heißt, wenn ihr in diesen Phasen, wenn ihr ein Gefühl dafür habt, was ist jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten, dann könnt ihr insofern auch Stockpicking machen und gucken, welche Aktien, welche Unternehmen sind denn da führend, denn auch das vor allem in der Phase, wo ich sage mal, dieser Zyklus oder diese Welle Fahrt aufnimmt, ist das natürlich eine sehr attraktive Geschichte. 1980, vermutlich, ich habe das jetzt mal in meiner Weise gemacht, bis 2010. Ihr seht, ich mache die Rhythmik etwas kleiner. Wir leben in einer schnellen Zeit,
Es ist schwierig zu sagen, ob wir schon im sechsten Kondratjew sind oder nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, dass der fünfte relativ kurz war. Das liegt auch daran, dass sich einfach viel entwickelt. Das muss jeder für sich selber beantworten. Aber die Themen Mikroelektronik, Informations-, Kommunikationstechnologie, Internet, Globalisierung, das war was, was natürlich auch heute noch eine Rolle spielt. Aber wir sind weiter. Wir beschäftigen uns heute mit Bio-Nano-Technologie, Cloud-Technologie, intelligente oder was auch immer für neue moderne Fördertechnologien. Und letztlich spielt auch seit geraumer Zeit das Thema ganzheitliche Gesundheit der Menschen. Und gerade in diesen Zeiten natürlich auch eine Rolle, wie gehen wir damit um, was gerade passiert, ohne dass ich da jetzt im Speziellen meine Meinung zu sage. Also, ihr seht, es sind große Themen, die da vorangetrieben werden. Und die Frage ist, ob derartige Zyklen sich von 60 auf vielleicht 30 Jahre verringern. Ich gehe mal einfach davon aus und vielleicht können wir in 10, 15 Jahren schon neue Technologien ausmachen. Vielleicht läuft doch alles parallel. Aber ihr seht, die Aktien, die innen sind, die haben eben auch mit diesen Themen zu tun. Und so ist es immer gewesen. Von Anbeginn an, als die ersten Eisenbahngesellschaften letztlich ihre Aktien, ihre Unternehmen zu AGs gemacht haben, seither ist das eigentlich für jeden Bereich immer zu sehen gewesen. Ich habe mal mögliche Basisinnovationen für diesen sechsten Kondratjew hier euch mitgebracht. Das sind alles Begriffe, die ihr kennt, wo man manchmal gar nicht so genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Das sind sehr spannende Sachen. Und ihr seht hier neue Fördertechnologien, mobiles Internet, autonome Fahrzeuge, erneuerbare Energien, Energiespeicher, die werden immer kleiner, wenn man bedenkt, wie die Speichermedien noch vor 20, 30 Jahren aussahen. Das ist heute großartig, auch was den Preis betrifft. 3D-Druck ist natürlich ein großes Thema. Cloud-Technologie, da ist eurer Fantasie letztlich keine Grenze gesetzt. Und ich denke mal, dass das Innovationen sind und hier nicht nur die eine klassische, wie wir das oft in bestimmten Zyklen hatten, ein, zwei Innovationen, hier sind es vermutlich mehrere, die in den kommenden Jahren eine Rolle spielen werden. Also nehmt euch mal Zeit, denkt darüber nach, vielleicht macht ihr euch auch mal eine Watchlist mit für jedes einzelne Thema, wo ihr guckt, was da attraktiv sein könnte. Denn eine lange Welle zu handeln oder auch eine lange Welle, ich sag mal, in eine lange Welle zu investieren, kann sehr lukrativ sein. Ich habe euch hier zwei Literaturtipps mitgebracht, der Vollständigkeit halber. Da könnt ihr nachlesen. Geht letztlich um die großen Wellen. Im zweiten von Nefjodow ist es der sechste Kondratjew. Und aber wie gesagt, da könnt ihr euch auch selber Gedanken machen. Einigen Input habt ihr hier eben gesehen. Das 10-Jahres-Muster. 10-Jahres-Rhythmik gibt es sowas im S&P 500. Ja, habe ich vor vielen Jahren schon gelesen in einem Buch von Williams. Er hat gesagt, die 5er-Jahre, das sind wunderbare Jahre, da kann man überdurchschnittliche Renditen erzielen. Die 8er- oder 9er-Jahre gehören zu den ertragreicheren und in den 7er- und 0er-Jahren macht man im Durchschnitt Verluste. Soweit, so gut. Da habe ich mir natürlich gedacht, wie sieht das heutzutage aus? Ich gucke mir das mal an. Haben wir immer noch im 21. Jahrhundert diese Rhythmik oder ich sag mal dieses Vorgehen oder dieses Verhalten auch der Anleger natürlich in den Märkten? Und ich sage jetzt an der Stelle als Numerologe tatsächlich, ich glaube es nicht. Wir waren in einem sehr analytischen Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, was von Rationalität und Analytik geprägt war, von Strategie. Und das 21. Jahrhundert, da spielt möglicherweise auch eher Intuition oder Gefühl eine Rolle. Lassen wir uns überraschen. Ich habe hier aus dem Buch nachgedruckt von Williams 2005, habe ich eine Grafik von Yale Hirsch. Der sagt, Don't sell stocks on Monday. Das ist sein Buch und darin hat er Folgendes abgebildet. Und ihr seht hier letztlich den S&P beziehungsweise die Vorgänger des S&P hier dargestellt. Also hier geht es um 10-Jahres-Muster von Industrieaktien und das beginnt sehr früh. Damals 1881 bis 1917, das ist eine dieser Kurven. Das ist hier die untere, die beginnt hier ganz unten und die endet hier am rechten Rand. Da geht es darum, das war der Covells Commission Industrial.
der dann später der S&P 425 Industrial wurde. Und heute sprechen wir von dem S&P 500, den wir alle kennen. Also die Vorgänger sind hier abgebildet und da konntet ihr sehen, wo Hochs bzw. Tiefs im Durchschnitt über diese Jahre liegen. Nehmen wir hier die untere Kurve, da seht ihr, das ist der Durchschnitt von 8 Dekaden, der ist in dieser einen Grafik dargestellt. Und ihr seht hier unten, First, Second, Third bedeutet hier in diesem Fall ein Jahr, was auf 1 endet, auf 2, 3 bis 10. Und da seht ihr, dass in 9er Jahren zum Beispiel das auch in den anderen Kurven recht gut aussieht, wohingegen die Tiefs in anderen Jahren liegen. Die 2er Jahre zum Beispiel sind jetzt nicht übermäßig, wenn man sich immer die gesamte Kurve anguckt. Führt euch das nochmal zu Gemüte, ist eine recht komplexe Kurve. Und ihr seht jetzt in der folgenden Tabelle noch ein bisschen mehr, aber ich zeige euch hier erstmal noch, dass in bestimmten Jahren es eben vielleicht besser oder weniger gut läuft. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, die Tabelle für den S&P 500 und deren Vorgänger natürlich, ich nenne das hier einfach nur prozentuale Veränderungen im S&P 500, von 1881 bis heute aufzuführen. Was seht ihr hier? Ihr seht hier die Jahrzehntziffern, also das Ende, was ja, das was auf 1 endet, auf 2, auf 3 bis auf 10. Und ihr seht für jedes Jahrzehnt entsprechend dann die durchschnittliche Performance. Also das, der prozentuale Gewinn oder Verlust. Und da könnt ihr bis, ich habe das mal hier enden lassen, 2000 zunächst, das ist die sechste Zeile von unten, da seht ihr letztlich, dass die 5er Jahre sehr ertragreich waren, aber auch die 8er Jahre sehr gut waren. Und wenn man das über die Jahre addiert, dann machte man wenn man nur in diesen Jahren investiert war, 288% im 8er Jahr oder in den 8er Jahren, natürlich übersteigt das bei Weitem unser Lebensalter, aber es ist einfach mal eine Maßgabe, wo ihr seht, okay, die 8er Jahre waren auch attraktiv, 202%, wohingegen die 7er und die 10er Jahre eher zu den Verlustjahren gehörten, minus 41 und minus 40 in Summe. So, und wenn wir uns das jetzt angucken und sagen, okay, das war bis 2000, was ist denn danach? Und dann kann man zunächst mal feststellen, dass die 5er Jahre nicht wirklich zu den attraktiveren oder zu den attraktiven Jahren zumindest im Moment gehören und dass es bei den 8er Jahren eher trostlos aussieht. Also das Jahr 2008 beziehungsweise 2018 waren beides keine besonders guten Jahre und dass im Moment, wir haben, wie gesagt, noch nicht ganz 2 Dekaden vorüber, aber dass es im Moment eher so aussieht, als wären 9er Jahre attraktiver oder aber auch 3er Jahre. Und damit könnte sich auch in der Rhythmik was verändert haben. Das heißt, wenn ihr dieses Wissen habt, 5er, 8er Jahre, das ist super, 7er und 10er Jahre lässt man besser die Finger von, alle anderen Jahre sind so lala im Schnitt, dann müsste man das natürlich jetzt anpassen bzw. überdenken. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Das könnt ihr natürlich auch für den DAX machen und andere, den Dow, und entsprechend euch diese Dinge angucken. Aber ihr seht, über diesen sehr langen Zeitraum ist das durchaus eine Verlässlichkeit in dieser ganzen Geschichte, wo ihr an Schwankungen bzw. in diesem Fall an Jahresendzahlen durchaus was verdienen könnt. Um das Ganze jetzt mit praktischem Wissen auch noch zu untermauern, freue ich mich jetzt auf das, was Mike uns darbietet und gebe mal zurück zu dir. Ja, danke dir, Raimund. Bevor ich übernehme, ist auch noch eine Frage reingekommen zum Thema Kondratjew-Zyklen, die du erwähnt hast auf Folie 16. Vielleicht kannst du da nochmal zurückspringen. Da ist die Frage, gut, wann endet denn der jetzige Zyklus und werden die Zyklen immer kürzer? Das heißt, jetzt könnten wir auch damit rechnen, dass es 2040 oder sogar 2030 vorbei ist. Ja, das ist meine persönliche Meinung an der Stelle, weil ich einfach beobachte, dass wir in den jetzigen Zeiten keine 40 bis 60 Jahre mehr haben und eine Basisinnovation davon, also über diesen Zyklus gezogen wird, sondern wir immer wieder neue und attraktive Bereiche uns erarbeiten. Und mein Gefühl ist, dass das immer geringer wird und ich rechne langfristig damit, dass wir vielleicht noch 20 bis 30 Jahre haben, um da eine neue Welle dran zu bauen.
Also das, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Wenn ich aber versuche, unbedingt in diesem 40 bis 60 Jahresrhythmus zu bleiben, dann kriege ich irgendwann ein Problem oder ich muss ganz viele Sachen ineinander packen. Dann kann ich diesen Rhythmus oder beziehungsweise diese Wellenlänge halten. Ich glaube aber, dass ich beschäftige mich schon länger ohnehin mit dem Thema Rhythmen. Ich glaube, dass man das ganz getrost so sagen kann, dass die Wellen kürzer werden, genauso wie Entwicklung schneller verläuft, genauso, und das sieht man, also persönliche Entwicklung verläuft heute auch schneller als noch vor 20, 30 Jahren. Es sind ganz andere Dinge auch im Coaching möglich und genauso ist es natürlich auch mit technischen Produkten. Wer interessiert oder wer erinnert sich heute noch an einen Kassettenrekorder, mit dem die älteren Mike von uns ja auch noch aufgewachsen sind? Ja, ich auch. Ah, du auch, alles klar. Ja, und spannend ist natürlich, natürlich, was kommt alles noch in diesem Zyklus? Du hast ja vieles schon reingeschrieben, auch diese ganzheitliche Gesundheit, da kennt man ja auch vieles. Jetzt mittlerweile so CRISPR-Technologie, dass man eben auch hier DNA-Stränge und RNA-Stränge dann eben auch isolieren kann und da ganz andere Wirkstoffe und personalisierte Wirkstoffe auch beispielsweise nutzen kann. Das kommt sicherlich immer mehr. Wir haben das Thema virtuelle Realitäten, Roboter und so weiter. Und dann fragt man sich natürlich, was ist der siebte Zyklus? Was kommt da und was kommt da auf uns zu? Ist es die Erforschung des Weltraums oder was wird es da sein? Ja, gutes Beispiel. Das ist, ja, irgendwann ist ja vielleicht auch, wissen wir nichts mehr, dann müssen wir halt weiter und größer und ich bin gespannt. Ja, Ja. gut, dann übernehme ich jetzt mal wieder und Ja. schaue mir dann eben auch mal kurz etwas an mit euch. Ich mache mich mal kurz zum Moderator. So, Bildschirm ist jetzt hoffentlich zu sehen. Jawohl. Und wir fangen an mit dem DAX. Wir fangen an mit dem DAX und dem Hexensabbat. Da haben wir vorhin ja schon mal gehört. Das habe ich mal mitgebracht. Ich poste euch gleich auch noch einen Link zu einem Video, das ich vor ein paar Tagen gemacht habe, zum Thema Hexensabbat und auch erklärt habe, was das ist. Das ist der große Verfallstermin. Hier laufen Kontrakte auf Futures und Optionen oder von Futures und Optionen auf eben Indizes und auch auf Einzelaktien aus, alle am gleichen Tag. Und das kommt alle 3 Monate vor, im März, im Juni, im September und im Dezember, jeweils am dritten Freitag im Monat. Und was man eigentlich auch immer wieder so beobachten kann, ist, dass nach einem solchen Termin eigentlich eine neue, auch hier wie hier, ein neuer Zyklus sozusagen entsteht in der, in dem Fall jetzt Indexentwicklung im DAX. Wenn man sich das mal so anschaut, dann sieht man das. Ich habe das jetzt einfach fürs Jahr 2019 und bis eben jetzt September 2020 mitgebracht und dass dann eben hier um diesen Termin herum häufig irgendetwas passiert, dass wir hier entweder entsprechende Hoch- oder Tiefpunkte ausbilden und dann es in eine neue Richtung sozusagen geht. Das haben wir immer mal wieder auch gesehen. Und hier zum Beispiel wann war das? Im Juni 2019, eigentlich kurz vor einem Hoch der Hexensabbat. Dann ging es aber erstmal in eine Konsolidierungsphase über. Und erst eben irgendwann im August hatten wir da ein Tief gefunden. Und aus dieser Konsolidierungsphase konnten wir uns dann erst wieder nach dem nächsten Hexensabbat sozusagen befreien und auf neue Sphären, in dem Falle nach oben, vorstoßen. Also das sind immer ganz, ganz interessante Termine, denn hier haben die Marktteilnehmer eben das Bedürfnis oder beziehungsweise auch die Pflicht, sich zu fragen, wie positioniere ich mich denn jetzt wieder? Wenn mein Futures-Kontrakt auf den DAX zum Beispiel ausläuft, wenn meine Optionskontrakte auf Indizes oder auf Einzelaktien auslaufen zum Stichtag, was mache ich da? Stelle ich die glatt? Oder aber
Gehe ich in den nächsten Kontrakt rein mit der gleichen Positionierung auf steigende oder auf fallende Kurse zu setzen? Bleibe ich neutral und mache gar nichts? Das ist immer die große Frage, die man sich da stellen muss und wo dann auch immer mal wieder solche Verwerfungen auch stattfinden können. Interessanterweise dieses Jahr im März haben wir eigentlich den Hexensabbat quasi geschlossen mit einem Tiefpunkt, wenn man so will, im DAX. Und von da aus ging es dann wieder sehr stark nach oben. Dann hatten wir eine Phase eben mit einem sehr, sehr steilen Anstieg bis zum quasi Hexensabbat im Juni wieder. Und dort haben wir jetzt eigentlich eher eine Seitwärtsphase gehabt, diese 3 Monate, die es da dann eben gab. Und dann gab es wieder den September und jetzt wird es dann also wieder spannend, wo der DAX hier zum Beispiel hin will. Aktuell sieht es aus, dass er nach oben möchte und das ist dann eben auch wieder der neue Abschnitt. Mal schauen, wie wir es uns bis Dezember dann auch anschauen können. Ja, und dazu, wir hatten es schon erwähnt, den Sell-in-May-Effekt möchte ich jetzt gar nicht erwähnen. Raimund hat ja auch schon gesagt, und das werden wir uns nächste Woche genauer anschauen, eigentlich bis Juli. Und insofern muss man solche auch Börsenweisheiten immer wieder hinterfragen und anschauen. Das war ganz wichtig, finde ich, was Raimund da auf einer Folie hatte, nämlich Saisonalitäten können sich verändern. Und vielleicht war es früher mal so, dass es Sell in May war, aber wenn wir uns jetzt den DAX zum Beispiel die letzten 32 oder auch 20 Jahre nur anschauen, dann sehen wir, dass das eigentlich nicht so ist. Und da ist ein Hinterfragen immer wieder wichtig. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sieht es denn mit so einer Jahresendrallye aus? Und wir sehen eigentlich, von Oktober bis Dezember haben wir eine saisonal starke Phase, wo es auch immer wieder entsprechende Renditen gibt und zu holen gibt. Aber auch hier ist die ganze Geschichte, man muss immer wieder neu prüfen, wo es hinausläuft. Ich habe jetzt mal den Präsidentschaftszyklus mit dazu genommen, sprich Präsidentenwahlen in den USA. Und da sieht es erstmal nicht so wirklich toll mit einer Jahresendrallye raus ab Oktober. Und in diesem Jahr haben wir ja auch wieder sowas. Insofern muss das alles gar nicht stattfinden und es gilt immer wieder aufs Neue zu überprüfen. Ich habe euch jetzt aber was anderes mitgebracht und ich habe euch einfach mal anzeigen wollen, dass es ja einmal natürlich solche Zyklen mit großen Indizes gibt, solche Effekte, aber auch beispielsweise mit Einzelaktien oder anderen Werten. Ich bringe euch da mal was mit. Aktuell spannend ist die Volkswagen beispielsweise. Jetzt muss ich nur die richtige finden, aber wahrscheinlich ist es egal. Und wenn wir uns nämlich die Volkswagen anschauen, alle Jahre, dann sehen wir, dass wir quasi ab jetzt eine starke saisonale Phase haben. Egal, auch ob Präsidentschaftszyklus oder nicht, wir haben eine relativ starke Phase. Und wenn wir hier unten mal schauen, bis auf 2008 haben wir hier bei der Volkswagen eine solche entsprechende Phase, die sehr, sehr positiv ist im Oktober. Es würde eigentlich auch dazu passen, dass wir den September-Autoabsatz gesehen haben, der wieder anzieht, insbesondere auch Elektroautos, die dort unterwegs sind und eigentlich ein starkes Plus auch bekommen haben, natürlich auch wegen der Förderung, die wir hier in Deutschland zumindest haben. Also ganz spannend. Die VW beispielsweise tritt gerade in so eine Phase ein, wo wir einen sehr, sehr starken saisonalen Effekt auch haben. Das ist bei anderen deutschen Autobauern nicht ganz so stark, muss man auch dazu sagen. Und von daher eine spannende Geschichte, wenn man sich hier unten die Jahre anschaut, 3 oder 4 Jahre, wo es nicht gut funktioniert hat und die anderen Jahre seit 1998 haben da gut funktioniert. Dann schauen wir doch mal auf einen Wert. Raimund wird das nicht so gerne hören, denn aus seiner Sicht ist es die falsche Borussia. Aber die bringe ich jetzt trotzdem mal mit.
nämlich Borussia Dortmund. Und hier haben wir auch einen sehr starken saisonalen Effekt, nämlich sozusagen das Sommertransferfenster im Fußball. Hier hat es Borussia Dortmund in der Vergangenheit immer wieder geschafft, gut dazustehen, gute Transfers zu tätigen, Millionen einzunehmen und da dann eben wirklich auch sozusagen einen großen Reibach zu machen. Hier sehen wir eben auch 80% der Zeit, da hat es geklappt. Aber auch hier heißt es genau wieder, und jetzt ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, immer wieder auch Jahr für Jahr überprüfen. Dieses Jahr natürlich Corona-Effekte. Was ist durch Corona passiert? Im Fußball gab es keine Fans zum einen. Im Fußball sind dann eben auch die Transfererlöse im Sommer runtergegangen. Und wir sehen eben auch genau in diesem Zeitraum, in diesem Jahr, hat die Aktie eben hier das Ganze nicht mitgemacht. Und so war es dann für dieses Jahr eher schädlich, in Borussia Dortmund investiert zu sein. Wahrscheinlich würde Raimund sagen, es ist sowieso immer schädlich, in Borussia Dortmund investiert zu sein. Aber das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sieht man hier, es muss nicht Sinn machen, die ganze Zeit in einen Wert investiert zu sein, sondern manchmal kann man sich einfach nur das beste Stück rausschneiden. Und bei Borussia Dortmund sieht es so aus, dass es eben das Sommertransferfenster ist. Dann bringe ich einfach mal mit, nämlich Öl. Wir haben das ja gerade angesprochen, WTI nehme ich dazu. Und da sehen wir bei Öl, Achtung, wir haben jetzt hier eine Phase, da geht es jetzt noch mal etwas hoch, saisonal gesehen, über die letzten 20 Jahre oder 19 Jahre. Und das hält so an bis Mitte Oktober und dann bekommen wir eine saisonal schwache Phase eben auch hin. Und das ist dann eben auch diese Geschichte, Öl, das sich jetzt in den letzten Tagen entsprechend auch gut entwickelt hat. Heute ist, glaube ich, wieder 2% im Plus. Gestern waren es auch 1,5 oder 2%. Und dann aber ab Mitte Oktober entgegen dem Aktienmarkt in der Tendenz im Schnitt fällt Öl, aber der Aktienmarkt geht hoch. Normalerweise haben wir da ja auch eine relativ hohe Korrelation auch dazu. Sprich, stabile Ölpreise sind gut für den Aktienmarkt und fallende Ölpreise, möglicherweise auch Ölpreiscrashes, sind eher schlecht für den Aktienmarkt. Hier sehen wir aber sozusagen auch einen komplett gegenteiligen Effekt und wir sehen hier, dass die Vielzahl der Jahre jetzt auch deutlich dann negativ waren. In den Nullerjahren 2000 beispielsweise, 2001, 2008, da wo wir Crash-Phasen auch hatten, aber auch 14, 15 und 18 keine so guten Jahre, hier auch Jahre mit erhöhter Volatilität. Stichwort Volatilität, schauen wir uns das doch auch mal an, denn das ist ja immer so eine Sache. Wie sieht es denn da eigentlich aus in Amerika mit zum Beispiel der Volatilität? Ich habe jetzt den VIX mitgebracht, den Volatilitätsindex für den S&P 500. Und auch da kann man Saisonalitäten sehen und ableiten. Und wir sehen hier mehrere Dinge, die man sich auch immer wieder erklären kann. Und das ist das Wichtige bei Saisonalitäten. Wenn man hier Saisonalitäten bei irgendeinem Wert sieht und man kann sich das gar nicht erklären, dann ist halt die Frage, ob das eine valide Saisonalität ist. Hier im VIX zum Beispiel sehen wir in den Sommermonaten eigentlich auch bis Oktober eine steigende Volatilität. Hier gehen auch viele Marktteilnehmer in den Urlaub, auch Institutionelle sichern sich ab und haben hier also zum Beispiel Put-Optionen oder eben andere Shorts gekauft. Das treibt die Volatilität nach oben, das treibt die Absicherungspreise sozusagen nach oben und so macht es in der Tendenz, im Schnitt eigentlich wenig Sinn, hier jetzt noch versuchen zu wollen, sich Ende September oder so abzusichern, denn das ist in der Regel teuer. Da haben wir durch implizite Volatilitäten eben preisbeeinflussende Geschichten, gerade bei Optionen und Optionsscheinen bei klassischen. Und das sollte man dann eher lassen. Aber dann sehen wir in der Tendenz auch,
hier ab Mitte Oktober sinkt die Volatilität im Schnitt, außer im US-Wahlkampf, wenn man so will. Da hat man noch bis Ende Oktober weiter steigende Volatilitäten. Und das wird ja dieses Jahr auch wieder spannend. Hier Trump oder Biden, egal wer es wird, das dürfte uns die nächsten Wochen ja auch noch begleiten und durchaus auch noch Einschnitte oder aber Rallye-Phasen geben am Aktienmarkt, gleichzeitig aber auch durchaus vor der Wahl steigende Volatilitäten. Aktuell ist irgendwie das Narrativ, Raimund, das siehst du bestimmt auch, eigentlich genauso wie vor 4 Jahren. Trump hat keine Chance zu gewinnen, sagen viele. Die Wettbüros sagen, Trump hat keine Chance zu gewinnen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann wieder ausgeht, denn da wurde man ja auch schon vor 4 Jahren Lügen gestraft. Ja, und er wird gewinnen. Der Mann kann doch gar nicht verlieren. Der weiß ja gar nicht, wie sich verlieren anfühlt. Also das jetzt nur mal als kleinen Einwurf. Ja. Mike, ich kann dich jetzt gerade nicht mehr hören. So, ich hoffe, ich bin wieder zurück. Könnt ihr mich hören? Ich war gerade Ja, leider ausgeschaltet. du bist Was war das da. Letzte, was ich gesagt habe oder was ihr verstanden habt, Raimund? Oh Gott, ich war ja damit beschäftigt. Ich hatte kurz, du hattest was zu, eigentlich hat er keine Chance, die Wahl zu gewinnen. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Und dann, ja, war nichts mehr. Okay, gut. Dann war ich eigentlich auch schon fast am Ende. Ich habe gesagt, es gibt eine Saisonalität, die es immer gibt, Raimund, die immer Hochkonjunktur hat, und das ist die Saisonalität der Crash-Propheten. Auch jetzt Ja, wieder ja. vor allen Dingen Hochkonjunktur. Und das ist ja auch immer wieder so ein Phänomen, mit Angst hier versuchen, Geld zu verdienen. Aber dann kann man auch wieder auf langfristige Zyklen gucken. Und wenn man sich den DAX zum Beispiel oder den S&P 500 und den Dow Jones anschaut oder andere Indizes. Langfristig geht es eben nach oben. Und das ist, wenn man so will, auch die natürliche Selektion. Die Luschen fliegen raus und die Gewinner kommen rein. Und insofern sollte man alles das, was dann eben auch solche Crash-Propheten sagen, auch immer wieder nüchtern betrachten und sich da nicht zu viel von Panik verleiten lassen. Wichtig ist, dass man und dafür ist ja auch die Webseminarreihe hier da, eben alles auch besser und selbst einordnen kann.
Das soll natürlich auch eins der Ziele sein. Raimund, damit gehe ich zurück zu dir. Ich übertrage dir jetzt wieder den Monitor und dann kannst du weitermachen. Danke dir. Das sind hervorragende Beispiele, anhand derer ihr sehen könnt, dass es eben in unterschiedlichen Bereichen, einschließlich Volatilität, einschließlich Präsidentschaftszyklus, Crash-Propheten. Ihr seht, in jedem Bereich gibt es diese Rhythmik, wo sich mal was mehr tut, mal was weniger, wo mal die Leute lauter schreien und mal aber auch wieder leiser sind. Und das spielt eine große Rolle, das zu begreifen und dahinter zu gucken. Und das Beispiel mit der Borussia Dortmund-Aktie ist ein richtig gutes Beispiel, weil wir da eben diesen externen Trigger sozusagen, das Transferfenster haben und viele Leute, und das merke ich immer wieder, sagen, ja, ich interessiere mich nicht für Fußball, also kommt so eine Aktie für mich nicht in Frage. Aber das Wesen oder der Grund, wie sich eine Aktie bewegt, das zu hinterfragen und das zu erkennen, ist das Entscheidende, und dann ist es erstmal völlig egal, wenn es ein gesundes Unternehmen ist, in welches man da handelt. Merke auch immer wieder, dass Leute aus der Automobilbranche am liebsten Automobilaktien handeln. Könnte ich auch für andere Bereiche sagen. Seid da einfach offen, seid manchmal auch offen, vielleicht über die Grenzen hinaus. Also das ist was wirklich wichtig ist. So, jetzt hängt da mal wieder kurz. Okay. Beim Thema Bewusstmachen des Unbewussten kommen wir zum vierten Thema. Das ist unbewusste Bedürfnisse nach Kontrolle, Harmonie und Sicherheit. Auch dazu habe ich wie immer nur eine Seite mitgebracht, die euch ein bisschen an die Hand geben soll. Eine grundlegende Frage ist, warum tradet ihr überhaupt? Also aufgrund des heutigen Webseminars könnte man ja auch sagen, naja, es ist, man könnte auch Saisonalitäten nicht nur traden, sondern vielleicht sogar auch die großen Zyklen länger investieren. Dann hat man erstmal seine Ruhe, könnte man auch so machen. Also was treibt euch an? Was ist das? Warum willst du unbedingt dabei sein? Vor 40, 50 Jahren haben wenige Leute tatsächlich getradet. Ganz selten kam das vor. Heute haben wir die technischen Möglichkeiten. Wir haben das Ganze schnelllebig. Wir haben quasi den Finanzmarkt, also das Parkett. Aus Frankfurt haben wir quasi zu Hause frei übersetzt und ist vielleicht ein Grund, die Angst, was zu verpassen, oder fällt es mir schwer, mir eine Position bis zum festgelegten Ziel zu halten? Also was treibt mich um, wenn es um das Thema Trading geht? Habe ich da einen bestimmten Rhythmus? Verfolge ich einen Trade vielleicht sogar den ganzen Tag? Oder verfolge ich den rhythmisch? Kontrolliere ich den rhythmisch? Also welche Rolle spielt Rhythmik und Wiederholung in meinem eigenen Leben, im vermeintlich Positiven, genauso wie in den Dingen, wo es vielleicht hinderlich ist? Was hat man davon, wenn man ständig auf seinen Kontostand guckt, außer dass einem das irgendwann auf die Nerven geht, weil das nichts wirklich weiterbringt, dass Adrenalin, vielleicht Cortisolspiegel steigt, was auch immer. Wir haben die Möglichkeiten und wir tun etwas, oft auch unbewusst. Wir machen es immer wieder. Die Frage, was bringt das? Welche unerfüllten Bedürfnisse befriedige ich durch Trading? Das ist eine Frage, die sich wirklich jeder stellen muss, vor allem wenn man kein Geld verdient. Und wie nutzt du deine langjährigen Erfahrungen? Also hat das einen Nutzen? Lernst du was dazu? Und hast du mittlerweile nützliche Gewohnheiten? Dieser Fragenkomplex, der dreht sich auch darum, was kann ich kontrollieren? Bin ich eher harmoniesüchtig, insofern als dass es mir schwerfällt, mich für Long oder Short zu entscheiden? Und wie viel spielt Sicherheit in meinem, welche Rolle spielt das? Bin ich vielleicht sogar überversichert an anderen Stellen, aber sorge ich eben auch dafür oder dazu, dass ich vielleicht Positionen zu schnell glattstelle, weil ich lieber die Sicherheit, also das Geld auf meinem Konto haben mag. Wie immer wisst ihr, ein Element ist auch ein Coaching-Tool. Ich habe dieses Mal ein rhythmisches mitgebracht und zwar ganz bewusst geht es mir hier darum, euch mal mit dem Thema Biografiearbeit auseinander, dass ihr euch damit mal auseinandersetzen könnt. Die Frage, warum ich überhaupt trade, die stellen sich viele gerade nicht. Man tut es einfach. Und auch, wieso komme ich bei meinem Trading nicht vom Fleck? Das ist natürlich in dem Augenblick eine Unterstellung, aber viele nehmen das für sich auch so wahr. Für manche fühlt es sich sogar so an, dass es eigentlich von Trade zu Trade schlimmer wird. Also habe ich etliche Beispiele, die auch immer mal wieder sich an mich wenden. Also, das wird oft abgetan mit simplen Sätzen, die wir gespeichert haben. Ich bin halt noch in der Lehre, das braucht man noch.
ist kein Meister vom Himmel gefallen, ich muss noch üben. Nur bei vielen ist einfach auch die Lehre mittlerweile nicht nur 3 Jahre, sondern 7, 10 oder noch länger Jahre. Und das kann ja nicht im Sinne der Erfindung sein. Trading ist für viele ein Mittel, um sich auch mal wieder zu spüren. Da kommt bei einigen Leuten Wut auf, Trauer, aber auch Angst und bei vielen natürlich auch Freude. Freude ist oft nur temporär, sorgt auch dafür, dass man vielleicht auch übermütig wird. Es gibt verschiedenste Reaktionsweisen. Warum bringe ich euch das Thema näher? Weil es auch Sinn machen kann, sein eigenes Leben mal zu ordnen und zu gucken, was wiederholt sich denn da? Gibt es gute Zeitpunkte, wo ich investiere? Gibt es gute Zeitpunkte, wo ich trade? Bin ich vielleicht auf einer ganz simplen Ebene montags besser als mittwochs? Habe ich vielleicht zu Jahreszeiten besseren Draht zu mir oder zu den Märkten? Und das Thema Biografiearbeit kann da einen Beitrag leisten. Viele von euch haben vielleicht schon mal gehört, dass es den bekannten Siebener-Rhythmus gibt, die ersten 7 Jahre im Leben, die zweiten und so weiter. Und ein Lebenszyklus endet im Prinzip, wenn man 70 Jahre erreicht hat und dann fängt man von vorne an. Und in diesen, ich nenne das mal Erlebnisräumen, haben Dinge stattgefunden, die wiederholen sich teilweise. Und diesen Wiederholungen und diesen Mustern auf die Spur zu kommen, das ist genauso wichtig wie beim Trading den Mustern, den Wiederholungen auf die Spur zu kommen. Auf der einen Seite verdiene ich Geld und auf der anderen Seite, wenn es um mich als Mensch geht, gewinne ich letztlich Klarheit und sehe auch Zusammenhänge, die ich vielleicht vorher nicht gesehen habe. Das kann sehr nützlich sein, denn manche vielleicht auch schmerzhafte Wiederholung, weil ich sage, ach, das will ich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt was anderes, komme dann aber wieder an die gleiche Stelle. Das haben die meisten von uns im Leben schon erlebt und das macht einfach Sinn, an der Stelle auch mal über die eigene Rhythmik nachzudenken. Gibt zwei Bücher dazu. Das zweite von Susanne Hofmeister ist recht neu und spannend. Und wenn ihr sie googelt, dann findet ihr unter anderem ihre Darstellung, was in den einzelnen Siebener Phasen auch an Themen ist und wo man vielleicht mal hinguckt, um langfristig klar und strukturiert an sein Leben, aber auch an die Sache, also an das Thema Trading zu gehen. Ich habe dann einfach auch nur mal kurz skizziert, dass ich, das ist ein Thema, womit ich mich halt beschäftige. Unten seht ihr, aus dem Siebener-Rhythmus kann ich einiges ableiten. Viele haben Ereignisjahre in den Jahren 7, 14, 21, 28 und die Erlebnisräume definieren sich letztlich so, dass ich in 7 Jahresrhythmen gucke, was habe ich denn da erlebt? Was nehme ich mit in den nächsten Rhythmus? Was wiederhole ich so lange, bis ich es endlich kapiert habe? Und auch aus dem Geburtsdatum, das wäre hier zu komplex, aber ich gebe euch mal kleinen Überblick kann ich einerseits meinen persönlichen Rhythmus ableiten. Ich kann aber auch Erlebnisjahre, die für mich als Kind besonders wichtig waren, die wiederholen sich immer wieder. Die haben also auch sehr langfristig im Leben einen Einfluss. Die wiederholen sich im Zehner-Rhythmus und da gibt es gleich mehrere von diesen sogenannten inneren Kindrhythmen. Wen das interessiert, sende ich gern was zu. Und dann gibt es, und auch das ist spannend in Bezug auf die Finanzmärkte, der September ist ja oft ein sehr volatiler Monat. Das hat ein Stück weit auch damit zu tun, dass eben viele Leute aus dem Urlaub kommen, das Trading wieder aufgenommen wird und so weiter. Also sehr spannende Sachen auch da. Und genauso ist es in Jahren, wo unser Geburtstag, wir haben heute, was haben wir heute für ein Datum? Den 8.10.2020, wenn ich daraus die Quersumme bilde, 8 und 1 ist 9 und 2 wäre insgesamt 13, da wäre die Quersumme dieses Jahres, wenn man da jetzt Geburtstag hätte, eine 4, also heute. Und diese Quersummenjahre, die 9er Jahre, sind immer sehr bewegliche, volatile Jahre, bevor ich dann in einen nächsten Zehner-Rhythmus wieder gehe. Also auch da habe ich so einen, auch im Persönlichen kann ich bestimmte Rhythmen beobachten, genauso wie ich in der Wirtschaft über die Saisonalität, dann über die konjunkturellen und strukturellen Schwankungen gehen kann. Das kann ich auch für jeden einzelnen Menschen sogar auf der individuellen Ebene mir angucken. Was habt ihr heute erfahren? Einerseits Saisonalität treten verringert das Risiko. Ich bin kürzer im Markt und ich orientiere mich an was, was oft verlässlich ist. Sommerlöcher reißen Löcher in die Kasse. Also wer im Sommer investiert ist, also auch vor allem als Anleger, da holt man in der Regel nicht viel raus. Saisonale Effekte können ausbleiben. Nochmal ein wirklich wichtiger Punkt. Die Welt bewegt sich in Quartalen, manchmal auch zwei Quartalsweise, November bis Mai. Vielleicht als Beispiel genommen. Innovativer Fortschritt geht in der Regel mit kreativer Zerstörung einher. Lange Konjunkturwellen werden kürzer,
kurze vielleicht auch. Das müsste man mal jeder für sich so beobachten, was wir so rausfinden zu speziellen Märkten, Branchen. Wieso du die Basisinnovation des sechsten Konda-ETFs aufspüren solltest, das macht insofern Sinn, als dass vor allem, wenn du länger investierst, dich vielleicht in einer Branche niederlässt, wo diese Basisinnovation oder Innovationen eine große Rolle spielen. Und 10-Jahres-Muster verändern sich im 21. Jahrhundert. So sieht es jetzt nach sehr kurzer Zeit aus. Ich sage da auch nochmal, möglicherweise, das kann dann auch letztlich ganz anders kommen. Wir haben ja noch einige Jahrzehnte vor uns. Als Weisheit unter der Lupe heute: öffne der Veränderung deine Arme, aber verliere deine Werte nicht aus den Augen. In diesem Sinne nochmal der 14. Dalai Lama. Und ich sag danke, gebe zurück zu dir, Mike, und freue mich auf Fragen. Ja, vielen Dank, Raimund. Ich sehe hier noch einige Fragen, die reingekommen sind. Erst einmal, wie es mit den Aufzeichnungen aussieht. Auf unserer YouTube-Seite könnt ihr die im Laufe der nächsten Tage und Wochen finden. Da gebe ich einfach mal den Link zur YouTube-Seite. Könnt ihr auch abonnieren. Dann verpasst ihr nichts, wenn etwas hochgeladen wird, beispielsweise das zweite Webseminar wird am Wochenende hochgeladen und zur Verfügung stehen. Ja, wie verhält es sich mit saisonalen Effekten bei deutschen Großbanken, ist die Frage. Gut, heute kann man noch sagen, gibt es noch deutsche Großbanken, aber Spaß beiseite. Hier kann ich mal kurz den Monitor auch noch mal nehmen, dann können wir uns mal die Deutsche Bank beispielsweise anschauen. Und was man zumindest sieht, ist, dass es sich ab Oktober peu à peu ein wenig stabilisiert mit dem Kurs. Wenn man das hier über die letzten 22 Jahre sieht, dann hat man eben einen Abschwung von Mai bis Oktober und ab Oktober hat man im Schnitt den Tiefpunkt erreicht. Allerdings, wie gesagt, immer wieder auch neu zu überprüfen und eben auch heute und in diesem Jahr mit dem besonderen Jahr mit nämlich der Corona-Pandemie. Und in Präsidentschaftswahljahren haben wir hier auch noch zu kämpfen, noch Ende Oktober und auch noch hier Mitte, Ende November. Insofern das eine Geschichte, die man da auch nicht außer Acht lassen sollte. So, ich schaue noch mal weiter auf Fragen. Wenn ihr noch welche habt, natürlich auch schnell noch mal reinschreiben. Wie sieht es denn eigentlich mit den, Raimund, du hast es angesprochen, Saisonalitäten eigentlich aus oder Jahreszeiten? Wir haben ja die vier Jahreszeiten, aber andere haben andere vier Jahreszeiten. Wenn wir nämlich jetzt in den Winter gehen, dann ist in Südamerika Sommer und umgekehrt. Wie verhält es sich denn damit? Gibt es dann auch Unterschiede in den einzelnen Ländern, möglicherweise auch bei Investmentmöglichkeiten? Habe ich nie untersucht, kann ich mir aber vorstellen. Und ansonsten, wenn man halt über das Land hinaus guckt, dann könnte man mal vergleichen, wie das da so ist. Ich vermute, dass zumindest was den großen Markt jetzt betrifft, den Aktienmarkt, dass an bestimmten Börsen in den Sommermonaten eher Flaute herrscht, einfach weil auch wenig Händler da sind. Aber untersucht habe ich es nicht. Aber ist auch ein spannender Punkt. Okay. Ich schaue noch weiter. Das Thema Zucker hast du ja angesprochen. Hier ist noch die Frage, wenn man Süßzucker im Depot hat, gilt das auch als Rohstoff? Naja, im weiteren Sinne würde ich das mal im Auge behalten. Aber da müsste man tatsächlich mal den Zucker über Süßzucker legen und mal gucken, was man da beobachten kann. Also letztlich in Investment, was? Ah, hast du schon gemacht? Ich bin gerade dabei, ja. Genau. Hier haben wir Oft ist Süßzucker das und ja, genau, Zucker. oft ist sowas ja leicht verzögert. Wenn man das bei Goldminen und Gold betrachtet, so dürfte das vielleicht auch bei
derartigen Aktien ja ähnlich sich verhalten. Ja, wir sehen auf jeden Fall bei beiden das, was du angesprochen hast. Du hast, glaube ich, gesagt, Mai, Juni und Juli oder April, Mai und Juni haben wir eine stark ausgeprägte Saisonalität im Zucker, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sehen wir hier eben auch, sowohl bei Zucker als auch bei Süßzucker. Ja, aber eine gute Frage natürlich. Also finde ich gut. Ja, genau. Und das ist das, wozu wir euch natürlich anregen wollen, dass wir ein Stück weit über den Einzelwert, also ein Stück weit in die Struktur oder in diese Gesamtkonstruktion, was passiert in einem Markt, euch dazu ein bisschen anleiten wollen. Und das ist eine gute Frage. Auch wenn die sicherlich heute kein so gutes Thema ist, die Südzucker mit 11% im Minus, heute etwas abgestürzt. Und hier sehen wir, dass da eben auch News dazu gab, Verluste im Zuckergeschäft, also keine guten Nachrichten aktuell bei der Aktie. So, das war's dann erstmal für heute. Am nächsten Dienstag geht's weiter und auch wieder um 18 Uhr. Da haben wir schon den fünften Teil der Web-Seminarreihe. Und Raimund, wir hatten jetzt eben die langen Wirtschaftszyklen eigentlich auch nächste Woche. Du hast es schon mal angedeutet, aber was kommt denn da auf uns zu? Ja, nächste Woche gucken wir uns wirklich Markteffekte im Kleineren an, wo man vielleicht weniger, vielleicht nur sehr kurz, vielleicht nur Stunden, vielleicht aber auch über Nacht oder auch möglicherweise wenige Tage investiert ist. Und das über eine größere Anzahl von Trades kann da auch Sinn machen. Also wir haben Monatsendeffekt, wir haben Tageseffekte, die wir uns anschauen. Wir gucken, ob wir mal mit Gold vielleicht Geld verdienen kann. Oder aber auch, wie es mit dem schon erwähnten Kleinfirmeneffekt aussieht, der sich am Jahresende zeigt und eben nur da. Und natürlich, wie du eben schon erwähnt hast, Sell in May oder in July and Go Away, nehmen wir mal genauer unter die Lupe. Denn auch das hast du ja schon gesagt, jede Börsenweisheit, sogenannte Börsenweisheit, sollte hinterfragt werden, ob das immer noch Sinn macht und manchmal sogar, ob es überhaupt Sinn macht, was da über Jahre kultiviert wird. Also ich freue mich darauf, weil sind zwei spannende, zusammenhängende Geschichten, das heutige Webinar und das am Dienstagabend. Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon auf Dienstag. Eine letzte Frage sehe ich hier gerade noch. Wie sieht es denn aus mit der Software, die ich gerade benutzt habe, mit Seasonex? Kann man die empfehlen? Es kommt natürlich immer darauf an, muss man einfach sagen. Braucht ihr Software für Saisonalitäten oder nicht? Wenn nein, dann eben nicht. Hierbei ist es so, da gibt es verschiedene Versionen. Es gibt eine kostenfreie Version und damit sollte man es am Anfang einfach mal probieren, anstatt jetzt erstmal irgendwie Geld auszugeben. Das ist auch die Empfehlung sozusagen meinerseits. Gerade auch wenn ihr Trading-Anfänger seid, beobachte ich auch häufig, dass man sich zu viel volllädt mit Informationssoftware und teilweise auch Informationssoftware, die kostenpflichtig ist, die man am Ende des Tages gar nicht wirklich braucht. Also da einfach immer mal wieder versuchen, erst einmal zu schauen, was brauche ich denn überhaupt? Und dann kann man gezielt eben auf solche Dinge zurückgreifen, die auch was kosten. Denn häufig ist es so, dass man mit entsprechenden Angeboten, wie jetzt hier zum Beispiel die Saisonalitätssoftware, durchaus was erreichen kann, wenn es eben fürs eigene Trading auch passt. Wie gesagt, häufig auch kostenfreie Versionen zum Ausprobieren oder aber auch solche Trial-Version, wo man dann für einen Monat oder länger rumprobieren kann. Und wenn man die Zeit hat zum Rumprobieren, dann sollte man das auch erst machen. Okay, das war's dann für heute. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende schon einmal. Erfolgreiche Trades und Investments. Raimund, vielen Dank dir, dir auch alles Gute und wir sehen und hören uns am Dienstag. Danke dir, Mike, und ich schließe mich den Wünschen an und freue mich auf Dienstagabend. Bis dann.